und herzlich willkommen zu unserer heutigen Karriere. Wir sind bei der zweiten Folge in Imola. Los geht's wieder mit der letzten Runde. Wir werden gerade wieder überrundet und ja, sieht schwierig aus. Daniel Ricciardo gegen Lando Norris, die sind beide auf dem dritten und zweiten Platz. What the fuck? Und Imola kann ich eh nicht so gut fahren. Irgendwie ist es eine Strecke, die nicht so viel drauf hat für mich gerade. Aber, ja, wir können schnell, und wir werden es jetzt auch zeigen, wie schnell wir können. Und wirklich jetzt richtig schnell zu können. Wir sind letzter jetzt, das steht fest, aber zumindest wir haben ein gutes Hauptsache bekommen jetzt hier in die letzte Runde. Nur noch jetzt gut hier durchkommen. Oh, das hat nicht gut funktioniert, aber so kann es auch funktionieren. Los geht's. Jetzt nur gleich in die letzten Kurven. Dieses Rennen jetzt nur noch gut durch diese Kurve. Aber hinter dir ist in einer anderen Kurve. Lass ihn durch, wenn du kannst. Ja, ich lass ihn durch. So. Aber ich denke, dass der uns jetzt auch nicht mehr überrunden wird. Sondern wir auf einem guten, auf einem schlechten Platz 22. Und jetzt letzte Kurve. Und die nehme ich gar nicht gut mit. Und wir sind auf einem 22. Platz. In diesem Rennen. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns in Parfermé. Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg an. Was denkst du, Stefan? Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten. Das Rennen war schlecht, aber ist egal. Das war's dann auch von mir. Das nächste Mal geht's nach Portugal und habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.